Bella auf. Hört der Bella auf. Hört er nicht? Nein, Bella nicht. Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Ja, wir fahren heute mit dem Honda Helix Club eine schöne große Runde. Ihr seht ja, es ist schon einiges zusammengekommen, aber ja, wir warten noch und ich werde jetzt so langsam aber sicher mal mein Equipment startklar machen und dann lassen wir uns überraschen, wohin es heute geht. Also, wenn ihr Lust habt, uns auf unserer Tour zu begleiten, dann bleibt dran. Los geht's wie immer nach dem Intro. Also, viel Spaß. So, jetzt geht's gleich los. Wir haben jetzt gerade kurz Tourbesprechung gehabt. Wir sind jetzt mit knapp 30 Maschinen hier. Sind sogar Kölner angereist, die tatsächlich ein paar Tage hier oben auf der Ecke verbringen. Und ich glaube, das wird eine richtig coole Tour heute. Wetter spielt mit. Wir sollen 22 Grad bekommen heute. Ideales Wetter zum Rollern, ne? Auf jeden Fall. Leute, also gerade da die ganze Strecke hier mit Rollsplit und so scheiße zu fahren. Ja, das ist jetzt halt die Zeit, ne? Wo sie die ganzen Straßen machen und so. Habe ich letztes Mal mit der Tour auf Michi auch gehabt. Und wenn es nur geradeaus geht, ist das okay, ne? Aber oh, in den Kurven, das haben die jetzt wohl gerade auch erst da hingestreut, das ist dann richtig bescheiden, ne? Man muss da echt höllisch aufpassen. Hier vorne wieder den Blinkervergesser da, naja. Ja, wir fahren jetzt Richtung Geesthacht zum Pumpenschleusenwerk, so wie ich das verstanden habe.
Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was wir da zu sehen bekommen. Ich war da noch nicht, obwohl ich da so oft schon vorbeigefahren bin. Aber manchmal ist das so, ne? Dann hältst du da einfach nicht an und wir gucken mal. Ja, ich habe diesmal leider den Tourplan irgendwie nur so abgehackterweise bekommen. Da ist ein bisschen was schief gelaufen diesmal im E-Mail-Verteiler vom Honda Helix Club. Und insofern bin ich auch ein bisschen unvorbereitet. Eigentlich schicken die in der Regel nochmal so die GPX-Dateien fürs Navi. Was immer ganz cool ist, gerade wenn du in so einer großen Gruppe unterwegs bist. Falls man mal den Anschluss verliert oder einige nicht mitkommen, dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, ah, hier, da ist der nächste Treffpunkt. Und kannst dann so ein bisschen besser dich auf solche Geschichten vorbereiten. Ne? Was ich aber gekriegt habe, das ist sowieso das Wichtigste, das ist schon mal die Speisekarte vorab für die Mittagszeit. Da geht es mir nachher zum Griechen, also sprich, wir werden alle schön ordentlich stinken nachher. Kasi heute mal schon Gyros bestellt. Da freue ich mich auch schon drauf, habe ich lange nicht gegessen. Aber wenn du mit so einer großen Gruppe fährst wie jetzt, ne, also es sind ja auch viele immer dabei, die vielleicht gar nicht so oft Gruppenfahrten machen. Das merkt man anfangs dann doch immer schon. Ne? Also ich sag mal, da sind wir in der Forza-Gruppe bei uns echt gut eingesporen, muss ich sagen. Also der Schraubsel hatte das ja auch schon mal erwähnt bei seinem Hamburg-Besuch, wo wir ihn da im Schlepptau hatten. Da hat er ja die Gruppe wirklich gelobt, weil ich weiß nicht, ich kenne das nur so, ne? Also ich will jetzt, weiß auch nicht, ob wir jetzt besonders diszipliniert fahren oder so, aber ich finde, wenn man in der Gruppe fährt, dann muss man sich einfach an gewisse Spielregeln halten. Da gehört das drauf achten dazu, dass du halt die Gruppe ein bisschen zusammenhältst. Da gehört das Blinken dazu, sodass jeder auch informiert ist. Ne? Und in der Gruppe ist es halt ein Miteinander. So, ne? Wenn du alleine fährst, kannst du erfahren, wie die letzte. Ja, aber in der Gruppe muss man sich dann doch immer schon so ein bisschen auf die anderen einstellen. Zumal ja auch immer welche dabei sind, die vielleicht gerade angefangen haben oder jetzt gut, okay, heute in der Gruppe. Sind das weitestgehend doch erfahrene Fahrer. Ja, aber so bei uns in der Vorzeitgruppe sind ja schon einige dabei, ja, die vielleicht auch nicht so auf Gruppentouren mitgemacht haben oder sich auch gar nicht so wohlfühlen in der Gruppe. Weil du natürlich immer so ein bisschen auf den Vordermann achten musst, immer ein bisschen gucken musst, dass du versetzt fährst. Ja, und das ist dann auch manchmal anstrengend tatsächlich. Ja, jetzt sind wir hier in Gut Basthorst. Hier haben wir auch schon Hochzeiten gefeiert. Hier habe ich auch schon ein Video gedreht. Jetzt trauen sie sich hier alle wieder nicht zu fahren, weil das hier ein bisschen holprig ist. Haben sie alle Angst, dass ihre Maschinen auseinanderfallen. Throbbing headache and I'll bend the truth.
blinken, blinken, blinken. Hier ist Zucht und Ordnung. Jawohl. Ja, mit unserem Zeitplan irgendwie, ich glaube, das ist aber schon irgendwie hinfällig, ne? Also, wir fahren jetzt tatsächlich Richtung Geesthacht zu diesen Pumpen, keine Ahnung. Und dann wollten wir eigentlich um 12:30 also 12.30 Uhr, eigentlich schon in Büchen sein zum Mittagessen. Also das wird definitiv nichts. So, wir sind hier, ich glaube, bei diesen Pumpen-Dingenskirchen. Also hier hinter ist das Atomkraftwerk Krümmel, was ja ehemals oder schon lange abgeschaltet ist. Und mit Drohne fliegen ist hier definitiv nichts. Da darf ich nicht. Aber meine normale Kamera nehme ich halt mit, ne? Ja, das ist hier das Pumpenspeicherwerk von Geesthacht. Gehört mit zur Vattenfall. Das Ganze. Da oben hier ist nochmal ein schöner Aussichtsturm. Da gehen wir jetzt gleich auch nochmal hoch. Gucken mal von oben. Dann hat man nochmal so einen schönen Rundumblick. Ne? Ja, das ist praktisch dieses Pumpensperrwerk. Das ist da oben, wo wir gerade auf diesem Aussichtsturm gewesen sind. Und hier hinter ist ja direkt die Elbe. Und ja, wie gesagt, dieser Energiepark gehört zu Vattenfall. Ich werde nachher noch mal ein paar Informationen dazu ins Video einblenden für diejenigen von euch, die es interessiert. Hier stehen Turbinen und so. Genau, also da wird man ein paar Infos drüber finden. Ich gucke nachher mal nach. Oh, solche Straße hatten wir heute auch noch nicht. Boah. Hab ich schon vermisst. Heide Witzka, ey. Boah. Ja, ein bisschen Offroad ist auch mal drin heute. Ja, im Endeffekt kannst du schon froh sein, dass das hier alles befestigt ist. Und nicht irgendwie wieder so ein Schotterweg. Oh, jetzt wird's besser. Oh. Geschärft. Oh. Das ist die Bandscheibe auf dem Lot, du.
schmale Straße, jetzt kommt hier noch ein Auto entgegen. Oh, das stinkt hier, Leute. Oh, alter Schwede. Oh, wenn das so unerwartet kommt, ey. Heftig, heftig. Oh. Ja, der kam wirklich unerwartet. Auch schön hier, ne? So, wir warten erstmal wieder, bis alle da sind, denke ich mal. Ja, jetzt sind wir in Büchen. Jetzt wollen wir gleich Mittag essen. Wir müssten eigentlich gleich da sein. So groß ist Büchen nicht, also. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt klappt mit dem Essen. Also meistens, wie gesagt, wir haben ja vorbestellt. Ja, Speisekarte ist heute Morgen schon bekannt gegeben worden, was jeder essen möchte und so. Die haben da sowieso eigentlich nur eine relativ kleine Karte. So. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ja, ich komm. Ich rauche erstmal auf. Das ist alle, die haben Stress aus hier. Ja, das hast auch Führung. Der muss ein wenig essen. Ja, das ist klar. Weil sein Abgang ist. So, jetzt geht's weiter. Ja? Jetzt geht's weiter, habe ich gesagt, hä? Ja. Schön Gyros gegessen gerade. Bis sie sich wieder alle sortiert haben jetzt hier in der Gruppe. Alter und Kram, jetzt sind sie alle vollgefressen, jetzt können sie nicht mehr konzentrieren. Ne? Ja, wie gesagt, jetzt geht es nochmal weiter Richtung Mecklenburg fahren wir jetzt. Jo. Oh Gott, so bescheuerte Autofahrer, da sagt er zu mir, halt die Klappe, Opa. Oh, geile Sache, Alter. Oh, riecht sich auf über die Rollerfahrer, weil er da nicht rauskam in dem Moment. Und da habe ich gesagt zu ihm, ich sag, setz dich doch erstmal rein in dein Auto, bevor du hier rumquarkst. Da sagt er zu mir, halt die Klappe, Opa. Geiles Ding, ey. Das ist mein Highlight des Tages. Komm ich gar nicht drauf, klar. Oh, man hat ja schon viele böse Wörter zu mir gesagt, ne? Aber Opa hat mir noch keiner genannt bisher.
Mal, hier stehen schon so die ersten Sachen aus dem Osten. Man merkt auch gleich hier, wie ist es anders hier. Wo sind wir denn überhaupt? Leisterförde. Ja, irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn man in den Osten fährt, die Straßen werden schmaler. Und ja, irgendwie so, das ist anders einfach. Ich kann das immer nicht beschreiben. Das ist irgendwie ganz komisch. Also ich muss mir mal demnächst ein anderes Kabel irgendwie so ein für die Kamera besorgen. Ey. Mich nervt das hier, dieses Kabel. Ich finde immer, das macht das ganze Bild kaputt hier. Ich will irgendwas mal besorgen mit einem Winkelstecker oder irgendwie sowas. Jetzt fahren wir nach Lüttenmark. Oh, man merkt, die Straßen werden schlechter. Ah. Alter Schwede. Jetzt kommt sowas hier, weißt du, auch nicht besser. Ja, wie gesagt, ich habe ja den Tourplan diesmal nicht so wirklich studiert, was ich normalerweise eigentlich immer mache. Weil ich mich im Vorwege auch immer schon mal schlau mache, wo geht's hin? Darf man da Drohnenaufnahmen machen oder keine Ahnung? Versuche mich natürlich mal vorab so ein bisschen zu informieren. Ja, die Straßen, die sind hier grottenschlecht, ey. Alter. Ja, und also ich weiß, dass wir jetzt irgendwie so Richtung Mecklenburg fahren. Habe aber keinen Plan, was da ist. Wir haben jetzt 15 Uhr und die Tour selber ist ja eigentlich angesetzt bis 18 Uhr. Also so, wir werden nachher definitiv nochmal irgendwo einkehren zum ja, Kaffee trinken, ne, Kuchen essen, auslaufen und so. Aber wir haben auch ein bisschen Zeit verloren irgendwie. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht, weil wir waren eigentlich überall schnell durch. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, oh hier, ne, Kasi ist wieder schuld, weil ne, der wieder 3 Zigaretten rauchen musste. Nee, keine Ahnung. Wir sind gerade bestimmt 2-3 Kilometer nur Kopfsteinpflaster gefahren. Ey. Man muss beim nächsten Zwischenstopp erstmal Inventur machen. Ob man beim Roller noch alles dran ist, ey. Aua, 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 ey. Ich hoffe mal, ne? So gefühlstechnisch gesehen ist noch alles da. Ja, nachher mal gucken. Oh Mann. Ach, ich bin ja vieles gewohnt, ne, Leute. Ah, komm hier, das ist alles deutsche Wettarbeit hier. Also, jetzt nicht Honda, aber hier alles, was ich gemacht habe. Gott, Welt. Das sind aber auch Straßen hier, Leute.
So, jetzt gehst du erstmal Kaffee trinken, glaube ich. Irgendwie. Guck mal, hier vorne zeige ich euch. Hier steht dann endlich mal eine richtige. Hier steht dann endlich mal eine richtige Helix von Manni und hier Fritzi. Na, das ist doch mal ein richtig geiles Geschoss, oder? Was sagt ihr? Richtig schönes Liebhaberstück. Ja, das sind diese kleinen Cafés, die es hier überall so gibt. Ja. Und jetzt gibt es erstmal vernünftigen Kuchen hier gleich. Und damit habe ich meinen Leute, ich habe gerade ganz vergessen, ich wollte ja nicht meinen Kuchen noch filmen oder so, aber der war so lecker, den habe ich schon weggehauen. Also, ne, müsst ihr euch halt denken, das ist halt was so. Ja, jetzt machen wir hier noch eine kleine Rast. Und ich weiß gar nicht, jetzt haben wir ja, 16:30 durch. Sind seit heute Morgen um 10 unterwegs und werden jetzt die Tour so langsam ausklingen lassen. Achso, okay. Ja, war ja eine richtig schöne lange Tour. Du fährst schon mehr als 50, das habe ich mit Autofahrer. Ja, kleines Fazit zur heutigen Tour. Erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön nochmal an Hans Werner, der wirklich wieder eine mega Arbeit geleistet hat, die Tour ausgearbeitet hat, die Tour vorher zweimal abgefahren ist und ja, für die tolle Organisation wirklich klasse gemacht. Da merkt man auch, dass jemand wirklich das unheimlich gerne mag, diese Zeit dazu investieren, um ja, praktisch den anderen Mitfahrern wirklich einen tollen Tag zu bescheren. Wie gesagt, Respekt, jeder, der schon mal eine Tour geplant hat, der weiß, das ist mit viel Arbeit verbunden und es muss auch immer einen Alternativplan B geben, falls doch mal ihr was sein sollte. Also wie immer, richtig geiler. Richtig geile Tour gewesen. Ja, ich habe jetzt hinten noch den Michi, Andreas und den Stefan. Wir haben so ziemlich jetzt den in Anführungsstrichen gleichen Heimweg. Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Zwischenstopp am Ratzeburger See. Gucken, dass wir da vielleicht noch mal irgendwie ein kleines Eis organisieren. Wir haben ja den ganzen Tag noch nichts gegessen heute. Haha. Und ja, danach ist dann auch wirklich Tourende, ne? Aber wir haben jetzt 17.13 Uhr. Ne, 8:30 heute Morgen haben wir uns getroffen. Also war ein langer Tag. Ging aber trotzdem schnell vorbei. Also ihr Lieben, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt fürs Video, freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe noch zwei, drei Videos in der Hinterhand, die schon geschnitten sind, die schon gearbeitet sind. Die Touren, die wir schon gefahren sind. Mal gucken, welche ich als nächstes freischalte, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, es wird auch da nicht langweilig werden. Ja, ich würde sagen, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ne? Genießt noch ein bisschen mit die Landschaft. Eventuell gibt es da noch mal ein paar Eindrücke kurz vom Ratzeburger See. Und ich sage tschüss, bis bald. Ciao, ciao, euer Kasi.